Hallo, dies ist wieder Xi, in Squadron der Wannabe the Boshi, immer noch im Castlevania 2 Gebiet. In der letzten Folge haben wir über diesem Raum ein Geheimnis entdeckt, den ersten Schatz dieses Gebietes. Schon wieder mitgenommen, aber sind hier halt leider immer noch nicht weiter. Unter anderem wegen diesem Auge. Dieses Auge. Na komm schon. Ach, wenn sich gar so knapp bemessen wäre. Ach ja. Aber was spiele ich denn hier? Stimme ist wieder gut im Eimer, man hört's, aber das ist kein Grund, nicht aufzunehmen. Immer noch nicht, nein. Ja. Kann man hier großartig dazu sagen. Wir versuchen halt immer wieder hier vorbeizukommen. Dieser dämliche Sprung, ich kriege ihn einfach nicht seriell hin. Wenn ich den wenigstens öfter hinkriegen würde, aber nee, irgendwie will das nicht. Der will einfach nicht. Ja. Sag ich schon, dass ich wieder gerade so rübergekommen bin. Das gibt's doch nicht. Ganz knapp. Ganz knapp. Wir haben eine ganz knappe Kiste da. Nee. Komm schon, muss. Das hier muss jetzt nicht zu einer neuen Nervstelle ausarten. Wirklich nicht. Und gut, nach eurer Aussage sollte ich es doch hier mit dem Doppelsprung versuchen, also dass ich den Doppelsprung nicht vorher mache. Ja gut, ich kann das halt schwer einschätzen. Ich habe überhaupt kein Gefühl dafür, ob Boshi jetzt schneller sich nach oben befördert oder ob er schneller fällt. Das weiß ich halt nicht. Ich dachte mir halt, dass wenn man beide Sprünge vorher macht, dass man dann hoch genug ist und das Auge dann einfach länger braucht, bis es einen erreicht hat. Aber gut, ich meine, wir haben ja gesehen, dass es mit der Taktik hier funktionieren kann. Nicht muss, aber kann. Ja, und dann probieren wir es halt weiter mit der Taktik, bis wir irgendwann mal wieder durchkommen. Um dann drüben wieder zu versuchen, an dem Skelett vorbeizukommen, das über die 2 blockbreite Säule läuft. Weil ich da immer noch keine Ahnung habe, was ich machen soll. Die Entfernung, die ich vorher springen muss, ist viel zu weit, dass ich da irgendwie was einschätzen könnte. Beziehungsweise wirklich was abstimmen kann ich halt auch deswegen nicht. Wobei, das habe ich ja in der letzten Folge schon mal erwähnt. Dass dieses Skelett, das sich auf der Plattform, von der ich abspringen muss, befindet, ebenfalls bewegt. Und ich damit sowieso eigentlich gleich weiterspringen muss, bevor mich dieses Skelett wieder tötet. Und die Versuche sind wertvoll, denn so oft komme ich an diesem Auge hier auch nicht vorbei. Weil ich aber auch immer noch nicht so ganz verstanden habe, was ich genau machen muss, um an dem Auge vorbeizukommen. Ich meine, dass ich das hier machen muss, ist mir klar. Aber ich habe keinen Anhaltspunkt, ab wann das Auge kommt. Nichts, wo ich sagen könnte, okay, ich muss dieses oder jenes möglichst er ist immer links. Immer. Wieso lerne ich es nicht? Na, ich hoffe trotzdem, dass sich über die Zeit hinweg der typische Lerneffekt doch wieder einstellt, der sich immer wieder eingestellt hat. Und ich verstehe heute noch nicht, wieso, dass es nach mehreren Folgen tatsächlich besser gelaufen ist, weil ich persönlich einfach nicht das Gefühl hatte, wirklich was gelernt zu haben, aber
Solange ich am Ende an mein Ziel komme. Ich habe das Gefühl, dass ich bei dem Stein hier möglichst weit links stehen möchte. Na, Spiel, krieg dich wieder. Es ist so schwierig genug. Brauchst du nicht auch noch hängen? Nein. Mist. Bin ich wieder zu lasch gesprungen? Da ebenfalls. Nein. Na komm. Wie lange ich halt überhaupt für diesen Sprung immer wieder brauche. Das ist ätzend. Ich könnte auch mal früher zurücksetzen, dann spare ich mir wenigstens wieder ein paar Tode. Auch wenn es mir eigentlich egal sein könnte, man muss ja nicht. Das muss einem ja nicht komplett egal sein. Keine Ahnung, warum ich das jetzt wieder überlebt habe. Aber gut. Nein, wieder nicht ausgelöst. Ach komm schon, wie weit rechts liegt denn das dann immer? Etwa da rechts! Blöde Scheißskelett, das gibt's doch nicht. Kleinen Moment. Ich muss wieder die Meldung wegmachen. So. Kann weitergehen. Na komm schon. Nein. Nicht weit genug. Bezug auf das Auge, ich merke halt auch überhaupt nicht, wieso ich es schaffe. Also kommt schon. Ich habe keine Ahnung, wie ich das abschätzen soll. Außer natürlich, da ist irgendwo noch ein unsichtbarer Block bei dem Skelett. Aber ich traue mich da auch nicht, was mir zu suchen, weil die Versuche, die ich bekomme, so selten sind. Und ich würde halt dann gerne in einem Fort das dann einfach schaffen und dann fertig. Weil da drüben dann auch noch dieses andere Skelett wartet, das sich nicht bewegt. Bei dem ich auch wieder nicht weiß, was es macht. Wenn ich das wieder erledige, dann muss ich hier auch erstmal wieder an dem Auge vorbeikommen. An dem Skelett vorbeikommen, an einem zweiten Skelett vorbeikommen. Bis ich dann da wieder mein Glück versuchen kann. Das ist ziemlich übel. Komm jetzt! Zugeben. Andererseits, ja, komplett drüber springen kann ich halt auch nicht. Ich glaube, das reicht dann ganz knapp nicht aus. Also ich versuche einfach dieses eine Skelett dann auch komplett zu überspringen. Aber ich glaube, das haut eben gerade so nicht hin. Da springen wir gerade so nicht weit genug. Nein. 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 Auch wieder nicht. Nein, das sowieso nicht. Nein. Wo bleibst du denn, blödes Auge? Hä? Ich spring nur von da ab. Wenn es dann doch wieder kommt, erwischt es mich wieder. Jetzt hatten wir doch ein paar gute Durchläufe. Kann die Serie nicht weitergehen? Na, anscheinend nicht. Ja klar. Dran herunterfallen kannst du, aber nicht mehr dran vorbeispringen. Schon klar, Boschi. Schon klar.
Gerade so, aber Hauptsache geschafft. Ja, und sichtbare Blöcke haben wir da drüben schon mal auch nicht. Jetzt kann ich halt, wie gesagt, nur versuchen, das einfach alles komplett zu überspringen. Aber ich glaube, das klappt nicht. Scheiß Auge. Dummes Mistding. Wie so dieses typische, wenn du es dann mal geschafft hast, dann entsteht so ein riesiger Druck. Ach Gott, ich will doch nur rumexperimentieren können. Ja. Das kann ich so nicht. Das heißt, ich tue es ja, aber... Das klappt nicht so ganz, wenn es wieder ewig dauert, bis ich wieder was testen kann. Also der Auslöser hätte schon ein Stück weit links sein können. Meine Güte. Ja, ich weiß, ansonsten wäre es ja langweilig. Ich frage mich ja, wie das auf EZ gestaltet wurde. Wenn ich mir überlege, dass auf EZ... Ja gut, EZ ist dann halt einfach hier wahrscheinlich der Fluss überbrückt. Damit hat man diesen Sprung ja schon gar nicht mehr. Sondern kann einfach immer wieder hinrennen und das Auge probieren. Das verändert die Sachlage. Doch ziemlich. Ich darf mich aber davon, dass es nicht immer gleich kommt, nicht dazu bringen lassen, weiter reinzuspringen, weil dann wieder sowas passiert. Das sag ich schon, bin ich wieder an der Seite so entlang gerutscht. Wie was? Moment mal. Der rennt doch da gar nicht über die Kante hinaus. Wie hat er mich jetzt erwischt? Tolle Trefferkistenberechnung. Wenn ich da direkt am Block stehe und springe, dann dürfte der mich eigentlich nicht erwischen. Das verunsichert mich aber hinsichtlich dieses Skelettes da drüben noch, nur noch weiter, wenn die Trefferkiste sogar noch so über die Blöcke hinausgeht. Na? Nee? Nein? Ich komm da nicht komplett rüber. Nee, die Sprungweite reicht definitiv nicht aus. Ach, bloß gut, dass ihr mir die Informationen gegeben habt, dass die Musik auch so weiterlaufen kann. Das Thema wäre dann doch ein bisschen nervig, wenn es immer wieder von vorne anfangen würde. Uiuiui. Ne, komme ich nie und nimmer drüber. Ich muss da irgendwie auf dieser Plattform landen, aber... Wie denn? Die Skelette sogar noch eine größere Trefferkiste haben als... ihre Grafik. Kann ich immer nur schätzen, auf welcher Seite er sich befindet, sobald ich drüben bin. Aber ich glaube, ich erreiche seine... ich erreiche ihn gar nicht, wenn er auf der anderen Seite ist.
glaube, ich kann gar nicht über den drüber hüpfen. Ich habe das zwar vorher gemeint, aber ich glaube, das geht gar nicht. Ja. Also, es ist jetzt wirklich glücksabhängig. Aber gerade an der richtigen Stelle ist, wenn ich rüberspringe. Jetzt zum Nachkorrigieren mit dem Doppelsprung ist leider auch nicht genug Platz, glaube ich. Aber so vom zweiten Block hier, vom vorletzten Block abspringen, erscheint mir bei dem Auge als ganz praktikable Methode. Ist definitiv besser als den Sprung zweimal hintereinander zu versuchen. Das bringt mich nur raus. Komm schon. Man springt, es passiert nichts, aber man weiß genau, dass es passieren wird. Eieieiei. Nein. Blöder Reflex. Wieder nicht. Nein. Nein. Mist. Ich traue mich nicht anständig reinspringen, weil ich dann wieder zu weit reinspringe. Und so. Und sonderlich locker kann man das Ganze nicht schaffen. Dafür geschieht es einfach viel zu schnell. Ah. Ist das ein ekelhafter Sprung, meine Güte. Wobei, mal austesten. Toll. Sag mal, ich will da hin. Weil bin ich auf eine höhere Entfernung, bin ich glaube ich weiter oben. Ich möchte es halt immer schaffen, bevor ich wieder anfange zu fallen. Weil dein Sprungverhalten wieder ein bisschen anders ist. Ich schätze mal, dass es da schon irgendwo noch eine gewisse Optimierungsmöglichkeit gibt bei dem Sprung. Die Frage ist nur, wie mache ich das? Es wirkt halt jetzt nicht unbedingt, als wäre es die klügste Taktik. Da vom dritten vorverletzten Block zu springen. Damit locke ich das Auge zwar dann meistens raus, aber ich weiß nicht, ob ich besser wegkommen würde. Ich habe jetzt nicht so das Gefühl. Keine Ahnung. Aber jetzt kommen sie immer öfter. Vielleicht springe ich aber auch jetzt einfach viel zu weit, weil ich keine Einschätzung für den Sprung auf die Distanz habe. Und bei solchen Distanzen zählt halt wirklich jeder einzelne Block. Wenn nicht sogar jeder Pixel. Ach ja. Komm schon, es muss dann. Kann doch nicht schon wieder eine Folge komplett ohne Erfolg geben. Es müsste eigentlich nicht sein. Es kommt mir irgendwie unterschiedlich schnell vor, aber das ist nur
Das ist ein Trugschluss. Das stimmt ganz bestimmt nicht. Denn das wäre ungerecht. Wenn das Auge jetzt noch in verschiedenen Geschwindigkeiten daherkommen würde, das wäre nicht in Ordnung. Das ist aber so auch nicht gemacht worden. Das hat nichts mit Freundlichkeit gegenüber dem Spieler zu tun, sondern mit einem gewissen Anstand als Entwickler. Weil auch Schwierigkeit ihre Grenzen kennen sollte. Über 700 Tode an der Stelle. Das ist der Anfang des Levels. Der Anfang. Fängt das Gebiet mit der Nervstelle an. Ach ja, ja gut, nach Sonic. Wäre ja auch zu schön, wenn dann etwas Leichteres käme, ne? Ich meine, ja gut, wir hatten das Optionale, das war einfach. Ganz ehrlich, was soll ich denn an der Stelle machen? Ich hab doch da keinen Platz. Ich sehe den Trick auch nicht. Ich kann denen durch Schüsse auch nicht irgendwie. Wenn ich sie wenigstens durch Schüsse kurzzeitig anhalten könnte oder sowas, dann würde ich ja noch sagen, okay, muss ich halt den zuerst anschießen und dann bleibt er kurz stehen, aber das ist ja auch nicht. Oder? Nö. Nichts. Gar nichts. Ich muss wirklich diesen Pixel genauen Sprung machen. Das andere Problem ist halt, wenn ich dann mal auf dieser Platte da drüben stehe, ist nicht gesagt, dass Boshi auch seinen Doppelsprung wieder ausführen kann, weil wir hier ja das Problem haben, dass wenn Boshi an der Kante zu weit am Rand steht, dass er dann ja, seinen Doppelsprung nicht mehr vollführt, beziehungsweise eigentlich nur den Doppelsprung macht. Nur den zweiten Sprung, den ersten auslässt. Damit komme ich halt auch nicht bis auf die andere Seite. Das ist das nächste Problem. Eieiei. Nee, sieht nicht so aus, als ob wir hier so bald wegkommen würden. Das ist sehr schade. Sehr, sehr schade. Wir sind jetzt lange genug an Sonic gesessen, es dürfte eigentlich mal wieder im Spiel weitergehen, aber es sieht nicht so aus, als würden wir im Spiel zukünftig wieder Fortschritt bekommen. Wir haben jetzt einen Boss besiegt, jetzt im nächsten Gebiet und gut, wir haben eine Kiste. Aber ansonsten... Also für euch war das keine Nervstelle. Ihr habt es schnell hingekriegt, oder wie? Muss es doch irgendeinen Trick dabei geben? Das gibt's doch nicht. Irgendwas sehe ich wahrscheinlich noch nicht. Ist wahrscheinlich auch gar nicht so schwierig zu erkennen, aber ich komme gerade einfach nicht drauf. Das ärgert mich. Weil ich mir die Sache dann wahrscheinlich, dadurch, dass ich nicht drauf komme, wieder schwerer mache, als sie eigentlich ist. Ich würde doch einfach gern wieder weiterspielen können. Und nicht ständig wieder festhängen. Ich will doch was vom Spiel sehen. Wir wären vierstellig bei dieser Stelle. Wir wären vierstellig. Wie das momentan läuft, werden wir vierstellig. Aber
Ja, nur weil ich mich an solchen Stellen wieder extrem dumm anstelle und schon einen Haufen Tode da wieder habe. Anstatt bei dem Auge oder bei dem Skelett. Mensch. Ja, ich bin wieder viel zu weit reingesprungen. Durchspringen kann ich auch nicht. Ich muss das antäuschen. Ich springe da garantiert nicht durch. Keine Chance. Ich bin noch nicht mal richtig in der Luft und bin schon wieder tot. Keine Ahnung, wie ich den wieder geschafft habe. Keine Ahnung, wie ich den geschafft habe. Da, ich hätte versucht, irgendwie mit dem Doppelsprung mal kurz Zeit zu schinden, aber nee, es funktioniert einfach nicht. Es geht nicht. Er bewegt sich halt auch so schnell. Habe ich einfach keine Ahnung. Keine Ahnung. Jetzt mal ist wieder so eine Stelle, selbst wenn ich sie geschafft habe. Könnte ich im Nachhinein nicht sagen, wieso. Und das nervt. Wieder nur, ja, wieder nur auf den Tod warten im Endeffekt. Das dachte ich mir schon. Nein. Als ob ich dann für einen Moment die Kontrolle verlieren würde und nicht mehr lenken könnte. Naja, solange wir nicht, hiermit nicht auch 34 Folgen füllen. Schlimmste ist halt, dass hier hiernach immer noch was kommt, bevor ich zum nächsten Speicherpunkt komme. Das eine Skelett steht da schon oben und geistert. Das bereitet mir große Sorgen. Achso, natürlich, es gibt irgendeine Möglichkeit. Nein, nein, geht nicht. Das Skelett steckt genau vor dem Speicherpunkt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, das ist natürlich nicht ohne Grund, damit man erst dann irgendwie an dem Skelett vorbei muss, bevor man speichern darf. Ist ja klar. Ah, danke. Komm schon. Nee, ich meine, das steht nicht mal direkt vom Speierpunkt. Nicht direkt davor, aber ich muss dran vorbei. Wenn ich nur nicht mal den Sprung hier hinkriege. Nerviger Mist. Ich merke es unterm Sprung dann immer schon, wenn ich wieder zu weit gesprungen bin. Aber wenn man einmal ein Pixel zu weit gesprungen ist, kann man es ja auch nicht mehr ändern. Dann ist man halt so. Dann kann man nichts mehr machen. Ja, tut mir leid, wir haben wieder eine erfolglose Folge. Das gibt's doch nicht. Nur wegen diesem Skelett. Naja, wir probieren es in der nächsten Folge wieder weiter. Ich bin Xi. Das war's von der Wannabe the Boshi. Bis dann, Leute. Ciao.